So misst du den Seitenschlag an einer Bremsscheibe. Bremssattel demontieren und so aufhängen, dass der Bremsschlauch entlastet ist. Die Bremsscheibe nochmal mit Bremsenreiniger abputzen und den Magnethalter für die Messuhr anbringen. Den Halter für die Messuhr schon mal grob so positionieren, dass die Spitze der Messuhr am Ende ungefähr 15 mm vom Rand der Bremsscheibe entfernt sitzt. Die Messuhr in den Halter einschieben. Dabei am besten irgendwas unter das Auto legen, falls die Messuhr runterfällt, dass sie nicht direkt kaputt ist. Die Dinger sind teuer. Dann die Spitze der Messuhr auf die Bremsscheibe legen, um zwei Umdrehungen circa vorspannen, damit wir auch einen inneren Seitenschlag, falls wir gerade den höchsten Seitenschlag nach außen messen, an dem Punkt gemessen werden kann. Dann die Bremsscheibe drehen, den niedrigsten Punkt des Ausschlags suchen, die Messuhr auf 0 drehen, dann die Bremsscheibe wieder so lange drehen, bis man den höchsten Punkt des Ausschlags erreicht hat und ablesen, wie viel Mikrometer Seitenschlag man hat. Ein kleiner Strich steht bei dieser Messuhr für ein Hundertstel Millimeter. Das heißt, wir hätten hier 6 Hundertstel Millimeter Seitenschlag.